Als ich zur Eisenbahn kam, war der Dampf schon fertig. Im 68 war es fertig mit Dampf. Und im 75 war eigentlich die erste Krise, bei der Welt, also Wirtschaftskrise. Und wir hatten nichts mehr zu fahren. Und dann hat sich die SBB ein bisschen an die alten Fahrzeuge erinnert. Und der damalige Depotchef und der Obermaschineningenieur, die haben ein gutes Verhältnis gehabt und haben gesagt, wir machen doch als Füllarbeit für das Depot eine Dampflokizweg. Und dann, wir sind dort dann natürlich immer ein bisschen rumgeschlichen, weil wir haben ja auch Freude gehabt an dem Zeug, aber selber haben wir eigentlich nichts gemacht. Da hat das Depot mit der HW Biel zusammen, haben den Habersack, das ist EB35, haben die gemacht. Und dann, wo es ums Fahren gegangen ist, da sind wir mal zum damaligen Depotinspektor Schiebli. Ich dachte, ja, wir könnten doch mal fragen, ob wir da nicht das Heizer gehen könnten oder so. Chancen werden wir ja keine haben, fragen kostet nichts. Und der Schiebli war voll begeistert, dass damals Junge sich melden für das. Dann sind wir als Heizer, sind wir dann mit älteren Führern gefahren und haben das mit ihnen ein bisschen gelernt. Ich muss natürlich auch sagen, wir sind vorher schon, also die sich hier gemolden haben, sind schon immer ein bisschen angefressen auf Dampflocken. Wir sind teilweise im Ausland, haben wir das eigentlich richtig gelernt. Ich bin in Deutschland draussen. Dann war es so, die alten Führer, hat's einen gehabt, der einfach nichts gemacht hat. Er war der Lokomotivführer gewesen, und du bist der Heizer gewesen. Und der hat mal, das war bei mir gewesen. Wir haben ja alles selber gemacht, wir haben selber angeheizt, geschmiert und so weiter. Dann ist der Herr Lokomotivführer gekommen, ich bin ein bisschen knapp dran gewesen. Ich bin immer eine Stunde hineingegangen, ein bisschen knapp dran gewesen mit der Zeit. Und dann hat der Herr gesagt, ja, ich gehe jetzt zum Kaffee, schaust, dass du fertig bist. Und dann hat man die alten Führer hat man nachher quasi sukzessiv abgeschafft. Wir haben dann damals noch müssen beim Ausbildungsleiter, Leser, Max, der hat uns eine Probefahrt abgenommen. Und da sind wir da, ich weiss noch, wir sind ins Säuleamt gefahren. Jeder hätte mal müssen heizen und schaufeln. Und wenn der Leser den Stumpen anzündet, hat er gewusst, jetzt ist gut. Dann hat er gesagt, meine Herren, jetzt dürfen wir auf der rechten Seite stehen. Sind wir natürlich schon bei den alten Führern, hat auch jemand gesagt, komm, ich will auch ein bisschen schaufeln, du da fahren. Wir sind ja Führer gewesen, wir haben können fahren, aber Dampf ist noch ein bisschen anders. Zum Dampf gibt es einfach das zu sagen, Dampflokfahren ist ein bisschen eine Teamarbeit. Man hat ja viel von den alten Führern gehört, dass teilweise da ein Strich am Boden war. Das ist deine Seite, du hast hier einen nichts verloren. Ich habe das ein einziges Mal erlebt, also nicht bei Dampf, sondern bei einer elektrischen. Ich war immer ein bisschen früher auf der Maschine oben. Dann habe ich einmal den Geschwindigkeitsmesser aufgezogen. Dann ist der Lokführer gekommen und der hat mich zusammengeschissen. Ich habe überhaupt nichts verloren und und dort war ich dann mal ein bisschen verstopft. Dann hat es dann wahrscheinlich gemerkt. Und eben, Dampflocke fahren ist eine Teamarbeit. Wir sind ja jetzt heute beides ausgebildete Lokführer. Wir können abwechseln. Und der Lokführer muss einfach schauen, dass er anständig fährt. Man bringt jeden Heizer in die Knie. Also der Kessel macht einfach so und so viel Dampf und mehr nicht. Und ich muss natürlich wissen, wie ich fahren muss, dass der Kessel, dass die Grenze nicht überschritten wird. Wenn ich das mache, bin ich ja selber schuld. Dann geht der Druck zusammen und dann komme ich in eine blöde Spirale rein. Dann muss ich, geht der Druck zusammen, dann geht das Wasser runter. Und das Wasser ist das A und O im Kessel, weil zu wenig Wasser, die Feuerbüch muss immer deckt sein mit Wasser, sonst hat es Schmelztropfen. Dann würde man das Feuer ablöschen. Im schlimmsten Fall, es kann eine Kesselexplosion geben. Das heisst, also das überlebt in der Regel keiner. Aber Wasser ist so und so und darum muss man aufeinander schauen. Und auch der Heizer, der ist natürlich auch da für das Signal.